Heute zeige ich dir etwas übers Lernen, was du so vielleicht noch nicht bedacht hast. Schau mal rein. Hi, ich bin's, der Rudi. Uiuiuiui, ist das lange her, dass ich beim Friseur war und auch, dass ich das letzte Video gemacht habe. Ihr seht mich jetzt hier mit Mundschutz, schick, mit Roadhouse-Musik drauf. Den habe ich von ganz, ganz lieben Leuten, die sich jetzt ausgerechnet in der Corona-Krise dazu entschlossen haben, ihr Business zu starten und zu gründen. Und die bedrucken alles, was man anziehen kann. Also T-Shirts, Pullover, Kappen und eben Corona-Masken. Entweder mit fertigen Designs oder mit dem, was du dir wünschst und was du dir da gerne drauf drucken lassen möchtest. Keine Ahnung, irgendwie, ich bin 50, helf mir über die Straße oder sowas. Adresse wird eingeblendet und kommt auch unten wieder, wie immer, in die Videobeschreibung. Aber ich ziehe das Ding jetzt erstmal aus. Der Ernie ist auch wieder mit dabei, unser Werbeträger. Heute mit Hut. Sagt es nicht weiter, aber er denkt, er wäre Slash. Corona hat uns immer noch fest im Griff. Nicht mehr so ganz so schlimm wie im März und im April, wo wir dann auch schließen mussten und auch in der Musikschule mit dem Unterricht aufhören mussten. Aber dennoch. Und viele, viele, viele Leute hoffen darauf, dass wir zur alten Normalität zurückkehren können. Wenn wir allerdings den Mundschutz und das Abstand halten, als unsere neue Normalität begreifen, fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter. Also wenn wir lernen, damit umzugehen. Und da bin ich auch schon beim Thema des heutigen Videos. Pünktlich zum Schulstart nach den Sommerferien hier in NRW. Es geht ums Lernen. Wie funktioniert Lernen überhaupt? Lernen ist eine chemische Reaktion. Und zwar findet die statt in unseren Nervenzellen beziehungsweise zwischen unseren Nervenzellen. Ich habe hier so ein Bild von so einer Nervenzelle. Guck mal hier, im roten Kreis. Mega klein. Und hier habe ich noch eins in groß. Sieht ein bisschen aus wie ein Tintenfisch. Wie ein einäugiger Tintenfisch. Ein bisschen traurig. Das soll der Zellkern sein, kein Auge. Und damit er nicht so traurig aussieht, machen wir einfach mal noch ein Auge dazu. Voilà, sieht direkt schon viel freundlicher aus. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie so eine Nervenzelle aufgebaut ist, dann sehen wir hier am Kopf die Sturmfrisur hier oben. Das sind die Dendriten. Und hier unten die Tentakel von dem Tintenfisch, das sind die Synapsen. Also ganz unten sind dann quasi diese Knötchen, die dann eben an andere Zellen andocken können. Nämlich da oben an den Dendriten. Und dadurch entsteht dann eine lange Kette oder ein Netz. Und wenn man so will, sind die Synapsen quasi die Stecker und die Dendriten sind die Buchsen. So, also die Synapse geht an die Dendrite dran und an die nächste. Und dann fließt im Prinzip die Information von der Dendrite zur Synapse in die Dendrite der nächsten Zelle und so weiter und so fort. Und diese Verbindung funktioniert jetzt nicht so wie hier mit dem Stecker und der Buchse, sondern im Körper geht es über Botenstoffe. Es ist also tatsächlich eine chemische Reaktion. Und weil die im Körper nicht so ablaufen kann wie ein Knallgasexperiment im Chemieunterricht, dauert Lernen mitunter richtig lange. Wäre ja aber auch blöd, wenn wir alle mit einer total verbeulten Birne oder mit einem Loch im Kopf durch die Gegend laufen würden. Außerdem müssen wir unterscheiden zwischen dem reinen Erwerb von Wissen und dem Aneignen von Fertigkeiten. Das kennt jeder Ausbilder und auch fast jeder Azubi, denn das steht so in den Ausbildungsrahmenplänen für fast jeden Beruf drin. Wo ist der Unterschied? Kenntnisse sind im Prinzip Informationen, die gespeichert werden. Das wird meistens im zentralen Nervensystem gemacht, weil da gehört das Hirn zu. Und das periphere Nervensystem hat alles damit zu tun mit Bewegung und mit Tun. Also das, was wir wissen, versuchen wir dann umzusetzen, also etwas damit zu machen. Je komplexer eine Aufgabe oder ein Bewegungsablauf ist, desto mehr Nervenzellen sind daran beteiligt. Umso größer ist das Netz, was da gesponnen wird, was notwendig ist, um diese
Fertigkeit umzusetzen. Also wenn man das so sieht, ist das hier Beethovens 5. Sinfonie. Und das hier ist alle meine Entchen. Und das ist ein Einkaufsnetz mit meinem Mittagessen. Je öfter wir etwas tun, hören, lesen oder sehen, umso besser können wir es uns einprägen, umso besser können wir es uns merken. Wenn wir etwas tun, Bewegungsabläufe, werden wir auch mit jedem Mal, wo wir es wiederholen, sicherer. Also die Wiederholung ist im Prinzip der Schlüssel dazu, dass das Wissen verfestigt wird. Dass die Synapse und die Dendrite, diese Verbindung zur nächsten Zelle, mit jedem Mal ein bisschen stärker wird. Im Unterricht spreche ich dann immer von zwei Schubladen, die wir im Kopf haben. In der einen Schublade kommen die Sachen rein, die weg können. Steht groß drauf, kann weg. In der anderen Schublade steht drauf, brauche ich noch. Das sind die Sachen, die längerfristig gespeichert werden. Und wir versuchen, immer mehr Sachen aus der Schublade kann weg in die Schublade brauche ich noch zu kriegen. Weil dann vergesse ich sie nicht mehr oder nicht mehr so schnell. Das Sprichwörtliche, das ist wie Fahrradfahren, ist also nichts anderes als eine mega starke synaptische Verbindung. Das ist auch der Grund, warum Gelerntes immer wieder wiederholt werden sollte. Ich mache damit nichts anderes, als diese synaptische Verbindung von Mal zu stärken und immer wieder neu zu fordern, damit ich diese Sachen nicht vergesse. Aber Vorsicht, an der Stelle kann auch zu viel getan werden. Damit die Synapse ihre Verbindung verstärken kann, braucht es Zeit. Und zwar Ruhezeit, eine Ruhephase, eine Pause. Das funktioniert wie bei einem Muskel, den du trainierst, damit er größer und stärker wird. Das nennt man Superkompensation. Und das funktioniert so. Das ist die schematische Darstellung einer Superkompensation. So, wir haben ein bestimmtes Leistungsniveau, das ist diese Linie hier. Und hier haben wir eine Belastung. Die Belastung führt dazu, dass das Leistungsniveau verlassen wird und quasi abgebaut wird. Wir büßen also an Leistungsfähigkeit ein. Der Körper repariert diese ganze Geschichte, damit wir auf das ursprüngliche Leistungsniveau wieder kommen und macht sogar noch ein bisschen mehr als nur reparieren. Er baut sogar noch ein bisschen mit drauf. Das hier wäre quasi das neue Leistungsniveau. Man sieht hier aber auch, wenn die Pause zu lang wird, geht das auch wieder runter, das Leistungsniveau, und kommt auf das ursprüngliche auf den ursprünglichen Level zurück. Wenn ich noch länger Pause mache, fällt er sogar darunter. So, und das passiert da. Der Wachstumsreiz, also das Training, stellt für den Körper eine Notsituation dar. Und jedes Mal denkt der Körper, hey, Moment mal, das war eine Notsituation. Wenn sowas nochmal passiert, dann geht wieder was kaputt. Also versuche ich das jetzt besser zusammenzubauen und stärker zusammenzubauen. Das merkt man eben dann daran, dass du bei jedem Mal mehr Gewicht nehmen kannst. Dieses Reparieren funktioniert nur in Ruhephasen. Beim Lernen ist es genau das Gleiche. Ist die Pause zu lang, vergisst du es. Denk an die Schublade, kann weg. Ist die Pause zu kurz, wirst du mit der Zeit in eine Art mentales Übertraining hineingeraten. Nehmen wir an, du übst ein Gitarrensolo. Den Einstieg kriegst du ganz gut hin, das Timing stimmt, die Noten stimmen, der Rhythmus ist okay, das Tempo ist okay, alles prima. Und an einem bestimmten Punkt, da trägt es dich dann raus. So, und du übst und übst und übst und übst und übst und obwohl du ganz genau weißt, was du spielen musst und wie du es spielen musst, kommst du immer wieder an diesen Punkt, an den es dich aus der Kurve raushaut. Und je mehr du übst und trainierst, umso verkrampfter wirst du und zum Schluss wirst du sogar den Einstieg in das Solo vermasseln, weil einfach sämtliche Kanäle zu sind. Hier ist es nötig, Pause zu machen. Dringend nötig, Pause zu machen. Du musst dem Körper die Möglichkeit geben, sich an das Geforderte anzupassen. In dem Fall ist es nicht der Bizeps, sondern die Synapse. Das Schwierige an der Sache ist, dass das richtige Zeitverhältnis absolut individuell ist und es keinen festen Plan oder eine bestimmbare Größe oder ein bestimmbares Maß dafür gibt. Wohl aber die Erkenntnis, dass Druck und Zwang, egal aus welcher Richtung,
genau das Gegenteil bewirken. Deshalb bleib am Ball, gib nicht auf und nimm dir Zeit und entspann dich. Auch was die Masken angeht. Das war's auch schon. Wenn du Musiker bist oder mit der Musik anfangen möchtest, bin ich gerne für dich da. Im Web roadhousemusic.com, per E-Mail, per Telefon, per Handy und natürlich hier im Laden. Wenn du weiter weg wohnst, dann bitte gib den Local Heroes in deiner Nähe eine Chance, sowohl beim Unterricht als auch beim Equipmentkauf. In diesem Sinne, hau rein und bleib tapfer.